Ja, er lebt im höchsten Gebäude auf diesem Planeten. Er selber fährt Lambo Cabrio. Seine Frau hat ein S-Klasse Coupé. Ich kenne keinen Menschen, der in den letzten 2 Jahren so viel Geld für seine eigene Weiterbildung ausgegeben hat. Also falls ihr irgendwann mal denkt, oh, ich gebe viel Geld für Weiterbildung aus, dann habt ihr noch nicht mit dem gesprochen. Der ist wirklich da ein, wie ich finde, Wachstumsjunkie. Wir waren Abendessen mit so einer Gruppe, kleine Gruppe, und er hatte sein Handy auf dem Tisch liegen und hat irgendwie alle 2 Minuten geguckt, wie sich gerade dieser Kurvenverlauf auf seinem Handy verändert. Und ja, wir wussten ja, was er macht. Er ist Daytrader, ja, und dass er da zwischendurch auf seinem Handy guckt. Aber irgendwie diese Kurve ging ziemlich steil runter. Und wir haben natürlich dann so ein bisschen Scherze gemacht, haben gesagt, oh, das sieht ja scheiße aus, ne? Aber er war im Gesicht, war er völlig entspannt, weil er auf den fallenden Kurs gesetzt hatte. Also war völlig entspannt. Ja, so. Ich war im Februar mit ihm unterwegs und wir haben da auch ein Interview gemacht und im Vorfeld habe ich dann alles Mögliche recherchiert, was es so gibt, habe 2 Podcasts gefunden, wo er im Interview war und ich glaube, es geht jetzt gleich nicht um, welche Kurven laufen wie als Daytrader, sondern ich glaube, keine Ahnung, was uns erwartet, aber ich glaube, es geht viel, viel stärker um das Thema Mindset, Einstellung, wie ist er unterwegs. Also, viel Spaß, einen Tonenapplaus für Coco Petkoff. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich sag's mal so, es ist die schwierigste Uhrzeit für einen Vortrag hier, direkt nach der Mittagspause. Normalerweise nickt man so weg, man ist müde vom Essen, aber ich sehe hier einen Raum voller Gewinner. Warum? Heute ist Feiertag, haben die mir zumindest gestern Abend im Casino so gesagt, dass das Casino heute zu hat. Und ja, ihr seid hier, ihr seid nicht zu Hause, ihr seid nicht mit der Familie irgendwo unterwegs, ihr wollt euch weiterbilden. Und wenn ich mir das so überlege, bleibt uns im Leben nichts anderes übrig, außer wir selbst. Also das, was hier drin ist, das entscheidet, wie wir uns fühlen, was wir denken, was uns widerfährt, sind wir glücklich, sind wir depressiv, all das ist hier. Man kann super depressiv sein, man kann aber auch super glücklich sein. Und ich habe über die letzten Jahre gelernt, diese inneren Zustände einfach so zu verändern. Das kann ich euch jetzt hier natürlich in dieser kurzen Zeit nicht beibringen, aber ich werde große Teile aus meiner Geschichte erzählen, wie ich sehr erfolgreich wurde, wie ich auf die Fresse geflogen bin und ich werde euch eine meiner größten Stärken offenbaren und hoffe, dass das der eine oder andere für sich nutzen kann. Welche Stärke ist das? Dass man ein Unternehmen vom Nichts aufbauen kann und bis ein Monatsumsatz oder sagen wir mal Monatsgewinn teilweise 100.000 Euro. Das war immer mein Ziel. Und ich habe mehrere Wege gefunden, wie ich das schaffe. 100.000 Euro im Monat. Es ist ganz klar, wenn jeder hier irgendwie verschiedene Ziele hat, ist ja normal. Der eine hat ein Ziel, ich will 10.000 verdienen. Der andere hat ein Ziel, 20.000 zu verdienen. Ich will euch sagen, setzt die Ziele lieber höher, weil dann gibt ihr auch Vollgas. Also wenn jemand das Ziel hat, 100.000 im Monat zu verdienen, wird er enttäuscht sein, wenn er von 2.000 oder 3.000 im Monat auf 50.000 kommt? Ich glaube nicht. Und dann muss man eben die nächste Stufe machen. Wichtig ist, unterwegs sich so die Ziele zu setzen, dass man immer hungrig bleibt und dass man nicht irgendwie zurückschreckt, dass die Ziele einem keine Angst machen. Bei mir war es so, ich hab erstmal Glück mit meinem Vater gehabt, weil er, als ich klein war, ich schätze 8 Jahre alt, kam er mit Säcke Geld nach Hause. Ja, er war Kellner, er hat mit Zucker gehandelt, er hat mit Schweine gehandelt und er kam mit Geld Säcke, also wirklich große Säcke kam er nach Hause. Warum? Weil die Inflation damals in Bulgarien so hoch war und er hat jeden Abend dieses Geld gezählt. Er hat nicht einfach nur gezählt, sondern er hat auch die Ecken genommen. Ich schaue mal, ob ich hier Geld habe. Er hat die Ecken davon genommen und hat die Ecken einfach alle hier gerade gemacht. Ja? Und egal wie wenig dieses Geld wert war, der hat immer die Kanten gemacht und immer so sortiert. Und ich habe ihn mal gefragt, Papa, was machst du? Das Geld ist ja sowieso, kannst du ja ausgeben. Ich,
damals habe ich es ja schon verstanden und er meinte, so wie du das Geld behandelst, so behandelt dich das Geld. Wenn das Geld einfach so zerknittert in der Tasche rumsteht und wenn du das gar nicht zu schätzen weißt, dann wundere dich nicht, wenn es ganz schnell aus der Tasche wieder rausgeht, wenn du es nicht behalten kannst. Mit Geld muss man einfach nur eine gesunde Beziehung pflegen. Ja, wenn du keine gesunde Beziehung zu Geld hast, ist das Geld weg. Ich liebe Geld, aber das Geld liebt mich nicht. Und das weiß ich ganz genau, weil wenn du das Geld nicht gut behandelst, dann ist das Geld weg. Das Geld kümmert sich nicht um dich. Das Geld hat keine Gefühle dir gegenüber. Es ist einfach nur ein Werkzeug. Und sobald wir das verstanden haben, dann können wir auch das Geld benutzen, um mehr Geld daraus zu machen. Was habe ich also da gelernt? Ich habe erstmal gelernt, das Geld zu pflegen, eine Beziehung zu Geld aufzubauen. Und natürlich wollte ich damals schon Geld haben, war aber nicht ganz so einfach möglich, ja, mit 8 schon zu arbeiten. Aber ich habe mit 13 angefangen. Ich kann mich erinnern, unser Nachbar war ein syrischer Großhändler. Er hat mit Wodka gehandelt. Und ich habe immer am Wochenende, wo ich keine Schule hatte, habe ich LKWs mit Wodka mit einem Freund habe ich ausgeladen für vielleicht 3 €. Ja, hat so 2 Stunden gedauert und die haben wir ausgeladen. Ich dachte mir, hey, das ist gut für meine Muskeln und dann habe ich auch Geld. So, das war der Anfang. Mein Vater hat uns immer genug Geld geschickt, aber ich wollte mehr. Ich wollte immer mehr. Dieser Hunger, der kam schon da, wo ich diese Säcke mit Geld gesehen habe. Dieser Hunger nach Geld. Und ich glaube, der Hunger nach Geld und überhaupt über Geld zu sprechen, das ist mega wichtig, weil in Deutschland spricht man sehr wenig über Geld. Man zeigt sehr wenig Geld, man versteckt sich sehr oft mit Geld. Und für mich ist es wichtig, immer einen guten Bezug zu Geld zu haben. Was habe ich da also als nächstes gemacht? Natürlich war mir klar, okay, ich kann hier jetzt nicht das große Geld verdienen, aber es war für mich wichtig, ja, dann verdiene ich mindestens etwas. Und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht. Dann habe ich als Koch gearbeitet, dann habe ich Jetskis verliehen am Meer. Das alles, bis ich 16 war. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe angefangen, Restaurants zu putzen, habe angefangen, Bars, Clubs zu putzen, also alles mögliche, Autos zu putzen für meinen Vater. 20 Mark pro Auto mit Politur und alles. Hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Es war mir einfach wichtig, Geld zu verdienen. Dann habe ich mich wie ein aufblasbares Handy verkleidet und habe Flyer verteilt. Und die Kinder waren so gemein zu mir, die haben mich echt gekickt. Ne? Die ganze Zeit haben mich Kinder gekickt mit diesem aufblasbaren Handy. Und ich habe auch 2 Freunde dabei, die waren nicht verkleidet und die haben sich kaputt gelacht, als ich angefangen habe, die Kinder zurückzukicken mit diesem Handy. Also ich bin immer noch der Meinung, wenn man dir im Leben gibt, musst du einfach zurückgeben. Natürlich habe ich denen nicht wehgetan, ja, keine Sorge, aber ich wollte denen ihre Grenzen aufzeigen. Ja, wenn du etwas gibst, musst du auch bereit sein, etwas einzustecken. So, das waren so die kleinen Jobs und ich habe wirklich viel gearbeitet. Ja, ich habe hart gearbeitet. Ich habe mir vielleicht 1000 Mark verdient. Ja, weil ich habe auch ein bisschen ausgegeben, aber ich habe immer sehr viel weniger ausgegeben, als ich eingenommen habe. Und dann als nächstes habe ich mir gesagt, okay, du brauchst mehr. Du brauchst irgendwas, wo du mehr verdienst. Dann habe ich den nächsten Schritt gemacht und ich wollte unbedingt ein Handy haben. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Damals war Motorola, ich glaube, so ein Aufklapp-Handy, so ganz schmal. Das war das geilste Handy der Welt und das wollte ich unbedingt haben. Mein Vater hatte so eins. Ich habe ihm gesagt, ich will auch so eins. Und er meinte, bist du verrückt, arbeite dafür. Super, bin ich ihm super dankbar für diese Aussage, weil ich habe gearbeitet und ich habe wie ein Bekloppter so ein günstiges Handy gesucht. Ja, ich bin um 2 Uhr Zoo, Zoologischer Garten, da haben die zweite Hand eine Zeitung verkauft und die kam um 2 Uhr raus. Die kommt offiziell erst am nächsten Tag raus, aber diese eine Verkaufsstelle hatte sie um 2 Uhr in der Nacht. Also ich habe sie gekauft, ich habe immer gesucht, ich habe Leute um 2 Uhr in der Nacht angerufen, um ihr Handy zu kaufen. Und das hat teilweise auch funktioniert, echt. Aber das allererste Handy war genau so ein Handy. Ich habe es günstig gekauft, weil ich nicht so viel Geld hatte. Das war mega teuer, ich erinnere mich nicht an den Preis. Und dann kam das Nachfolgermodell raus. Schwarz, noch schmaler und unglaublich. Ich wollte dann das haben. Und dann habe ich mein Handy mit ordentlichem Gewinn verkauft. Ich habe es genauso zweite Hand inseriert, gewartet, verkauft. So, und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn das einmal geht, dann kannst du das ja
noch zweimal machen und dreimal machen. Und das ist ja viel besser, als Autos zu putzen. Ja? Du bist zwar teilweise nachts unterwegs mit 16, 17, aber spielt keine Rolle. Also habe ich das weitergemacht. Ich bin teilweise zur Schule gegangen und hatte so eine Jeansjacke, das weiß ich noch wie gestern. Und da waren ungefähr 10 Handys in den Taschen drin. Also wirklich in jeder Tasche ein Handy. Allerspätestens, wo die Handys angefangen haben, in der Stunde zu klingeln, wusste ich, okay, das hier geht jetzt zu weit, ich muss irgendwas machen. Dann habe ich noch das nächste große Ding entdeckt. Ich habe mit Handys, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mit Handys im Durchschnitt 1.000 Mark im Monat verdient. Also ich habe das 10 Monate gemacht und ich hatte 10.000 Mark verdient. Und dann hatte ich meinen Führerschein. Und was wollte ich dann haben? Ein Auto. Ich wollte ein Auto haben. Und genauso habe ich mir gedacht, hey, eigentlich mit Handys, du konntest gut handeln. Mein Vater war damals ein Autohändler. Er hat mich immer mitgenommen zu Verhandlungen. Mega hart. Es tut mir in der Seele weh, wie ich manchmal mit Autoverkäufern verhandelt habe. Es war teilweise ziemlich hart. 2 Stunden verhandeln, um ein Auto günstig zu kaufen. Habe ich mir einen verunfallten Nissan 200 SX gekauft. Und diesen Nissan 200 SX habe ich sehr günstig repariert und ungefähr 6 Monate gefahren, war ein super Auto, zu viel PS für mich, einige kaputte Felgen beim Driften und so weiter. Mindset war noch nicht so weit, ja, Mindset war jung, wild, selbstbewusst, gib ihm. Und ja, was habe ich da gemacht? Habe ich danach mit, keine Ahnung, vielleicht 4.000 Mark Gewinn verkauft und da war ich so richtig wach. Da dachte ich, okay, allerspätestens jetzt, wo du jede Woche mit einem anderen Auto zur Schule kommst, ist es vielleicht mal an der Zeit, die Schule abzubrechen. Und ja, das habe ich auch gemacht, bereue ich immer noch nicht. Im zweiten Abi-Jahr habe ich die Schule abgebrochen, weil die Leistung auch einfach so ging. Mein Interesse war dem Geld gewidmet. Und mein Vater hat mir damals gesagt, du wirst es bereuen, jetzt hast du eine einfache Zeit, geh weiterhin zur Schule. Schule ist super, du hast ein einfaches Leben, verdien dir Geld nebenbei und fertig. Aber ich wusste, Schule ist für mich uninteressant, ich will Geld verdienen, das ist für mich interessant. Ich will nur noch Geld verdienen, das ist das, was ich machen will. So, dann kam natürlich mit dem Geld, mit viel Geld, also teilweise 20.000 Mark im Monat und so weiter, mit 19 hatte ich einen Porsche 928 GTS mit 350 PS, auch Felgen kaputt. Und ja, man lernt nicht so schnell, wenn man so jung ist, ja. Und was habe ich da gemacht? Erstmal Musikanlage eingebaut und so weiter und so fort, aber trotzdem mit Gewinn verkauft, ja. Und da dachte ich mir, ey, wenn du so in einem Business drin bist, wenn du jedes Mal recht hast, dann wirst du blind. Dann wirst du blind vor den Gefahren. Und davor muss ich euch ein bisschen warnen an dieser Stelle, weil wenn du anfängst zu fliegen und einfach nur gut, gut, gut siehst und keine Gefahren siehst, überhaupt kein Risikomanagement machst, dann bekommst du einen Schlag und bist erstmal auf dem Boden. Was ist da passiert? Mein Führerschein weg. Ein Hund, also ich fuhr, vielleicht ein bisschen schneller, vielleicht täuscht das auch, wenn ich mit dem Porsche unterwegs bin, aber ich fuhr ein bisschen schneller vielleicht und ein Hund zwischen zwei Autos kam raus. So, ich konnte nichts dagegen machen, der Hund war nicht angeleint, heißt das, glaube ich. So, und Hund war leider tot. Ich liebe Tiere, hat wehgetan. So, ich war erstmal total schockiert, ich wusste nicht, ist das ein Hund, was ist das? Ich bin 100 Meter weitergefahren, habe angehalten, habe umgedreht und bin da wieder angehalten. So, und ich wurde verklagt wegen Fahrerflucht, weil ich eben diese 100 Meter weitergefahren bin und da gewendet habe und dann zurückgekommen bin und nicht sofort angehalten habe. So, das Ganze hat ungefähr ein Jahr gedauert. Ein Jahr war ich ohne Führerschein. Was habe ich gemacht? Erstmal Depressionsphase, ich kann nicht mehr arbeiten, ich liebe Autofahren. Wie gesagt, da war ich ungefähr 19. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Also was mache ich? Erstmal eine Woche Pause, gar nichts gemacht, war super traurig. Und dann habe ich angefangen, nach anderen Lösungen zu suchen. Egal, was euch passiert, egal in welchem Business, müsst ihr eins wissen, es gibt immer einen Ausweg. Egal, was es ist. Was habe ich dann gemacht? Ich habe einen Fahrer eingestellt. Der hat mich von zu Hause abgeholt, der hat mich zu den Autos hingefahren, ich habe verhandelt, ich habe die Autos gekauft, er hat mich wieder zum nächsten Termin, dann hat er die am nächsten Tag abgeholt und so weiter und so fort. Und damals habe ich keine 5 Autos am Tag gekauft, sondern natürlich ein Auto die Woche oder 2 Autos die Woche oder so. So, und das ganze Gerichtsverfahren ging ungefähr ein Jahr.
bis sie gesagt haben, okay, das Verfahren wird eingestellt, weil es gibt keine Beweise, es gibt dies nicht, Zeugen kamen nicht und ja. Aber die haben gesagt, ich darf keinen Einspruch einlegen, dass mein Führerschein weg war. Und Führerschein war halt ein Jahr weg. Kein Problem, ich war froh, meinen Führerschein zu haben. Aber da habe ich schon gelernt, hey, egal was du machst, du musst irgendwo, egal wie weit du fliegst, du musst irgendwo ein Riskmanagement betreiben. Und ich habe diese Power des Compoundings, des immer weiter und immer größer, super erfahren, schon mit 18, 19, habe aber auch die Power des Risks erfahren. Und später habe ich das natürlich noch auf einem viel größeren Level erfahren. Aber was ich da aus dieser Geschichte schon gelernt habe, war, mache, was du machst, aber sei extrem vorsichtig. Ja? Weil wenn du nicht vorsichtig bist, die kleinen Dinge im Leben, die können dir das Genick brechen. Die können ein Unternehmen komplett auf Null setzen. Die können ein Unternehmen pleite gehen lassen, weil du eine Kleinigkeit übersehen hast. Wie viele von euch haben ein Unternehmen? Oh, fast alle. Super. Freut mich. Und wie viele von euch haben im Moment minus 170.000 Euro Schulden und wissen nicht, wie sie die abbezahlen können? Einer? 170 oder mehr? Okay, zwei. Die anderen trauen sich nicht. Nein, ich hoffe, es bleibt dabei. Ja, und genau das war auch bei mir nach meiner Autohandelkarriere. Also ich habe es extrem hochgeschraubt, bis auf 8 Millionen Euro Jahresumsatz mit Maximum 20 Mitarbeiter, also war extrem profitabel, nicht irgendwie 10-20%. Bis 26, 27 habe ich es gemacht. Und ich war immer noch auf so einer Erfolgsschiene, dass ich vergessen habe, nach Risiken zu gucken. Ich habe vergessen, nach rechts und links zu gucken. Wenn alles einfach gut läuft, wenn du nie einen drauf bekommst, dann denkst du, du bist unschlagbar. Dann hast du so ein unerschütterliches Selbstvertrauen, dass du immer weitermachst, dass es für dich keinen Halt gibt. Du machst die verrücktesten Sachen und die gehen gut. Ja, ich habe ein Autohaus angemietet, damals mit 4000 Quadratmeter in Berlin-Charlottenburg mit 21 und ich hatte 5 Autos. Wie verrückt kann das sein? Ich hatte 5 Autos und hatte Platz für 300 Autos. Irgendwann am Hoch hatte ich 180, 190 Autos ungefähr, wo es ganz hoch ging, 2007, 2008. Und mein Ziel war es, 100 Autos im Monat zu verkaufen. Ich glaube, Rekordmonat war 104 Autos und dann war dieses Ziel erledigt. Mein Traum, seitdem ich so klein bin, war es, einen nagelneuen Ferrari zu fahren. Weil mein Nachbar, er hat auch mit Zucker gehandelt, keine Ahnung, was die alle da mit Zucker hatten in Bulgarien, aber er hat auch mit Zucker gehandelt und er hatte so einen nagelneuen Mazda 323 mit diesen Schlafaugen gehabt. Ich dachte mir, jeden Tag zur Schule und ich gehe an diesem Auto vorbei und ich sehe dieses rote Auto. Und dann kam ein Banker mit einem nagelneuen Porsche 911 Carrera, dann habe ich noch dieses Auto gesehen. Und dann fing ich an zu träumen. Ich ging laufen, ich machte Sport mit der Motivation, hey, es muss hier was passieren. Ich muss dieses Auto haben, das sieht so schön aus. Und ich wusste noch nicht mal, dass es ein Porsche ist. Ich dachte, es ist ein Ferrari. Und seitdem war der Traum roter Ferrari. Und ja, nachdem ich mir diesen Traum auch noch verwirklicht habe mit dem roten Ferrari, dann habe ich mich extrem leer gefühlt. Die Firma war extrem am Hoch 2008 und ich habe mich extrem leer gefühlt. Warum? Ich habe mich extrem überarbeitet, ich habe extrem viel Geld verdient, habe aber das Geld gar nicht ausgegeben, ich habe es gar nicht genossen. Für mich gab es keinen Urlaub, für mich gab es keine Erholung. Ich habe 7 Tage die Woche gearbeitet, 15 Stunden am Tag, vielleicht am Sonntag 14 Stunden. Und immer und immer wieder. Keine Familie großartig. Die einzige Ablenkung war mal, irgendwo selbst hinzufahren und ein Auto anzukaufen. Alle Autos selbst am Telefon angekauft, alle 100 Autos. Das heißt, diese ganzen Verhandlungen, die gingen durch meinen Kopf. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das outzusourcen. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, jemanden zu finden, der Autos gut ankaufen kann. Und die das können, die machen es selbst, weil die größte Marge im Autogeschäft liegt im Ankauf. Ich weiß nicht, wie es in eurem Business ist, weil verkaufen kann ich 1000 Autos im Monat, wenn die richtig günstig angekauft sind. Ich konnte aber keine 1000 ankaufen, bin aber mit so einem Selbstbewusstsein unterwegs, dass ich immer wachsen will. Also war das ein riesengroßer Kampf in mir drin und das war eine extreme Depressionsphase für mich. Ich habe mich leer gefühlt, ich war super traurig, ich habe mir gedacht,
was machst du jetzt? Du hast deine 100 Autos. Eine zweite Filiale konnte ich mir nicht vorstellen, weil ich war sowieso überarbeitet, kurz vorm Burnout oder vielleicht im Burnout, wer weiß das schon. Und da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich habe keine Ziele mehr. Und dann ging es bergab. Nicht bergab, weil das Geschäft schlecht ging, sondern weil ich es einfach nicht mehr wollte. Und ich habe Ausschau gehalten, okay, was kann ich jetzt noch machen? Und dann kam diese Reportage im Fernsehen. Ob es gut war oder nicht, werdet ihr selbst gleich entscheiden können. Aber da kam diese Reportage über Daytrading. Ich habe sie mir angeguckt und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn du Ausschau hältst nach irgendwas und dann siehst du die erste Sache, dann weißt du, das ist die richtige Sache. Viele machen es leider im Kopf, dass sie sagen, ja, das ist das Erste, aber ich habe ja Familie, ich habe ja das, ich habe ja dies, ich kann das nicht machen, ich bin doch kein Egoist, das wäre die falsche Entscheidung. Nein, ich habe immer meinem Herzen vertraut und ich habe immer das gemacht, was mir mein Herz gesagt hat. Und wo ich es nicht gemacht habe, dann habe ich große Fehler gemacht. Ja, also immer das machen, wenn ihr was mitnimmt oder aufschreibt, dann mach immer das, was dir dein Herz sagt. Da hat mir, mein Herz hat einfach geschrien, werde Daytrader. Und ich, so verrückt wie ich nur bin, habe ich mir gesagt, ja, ich werde jetzt Daytrader. Immer noch selbstbewusst aus diesem Bereich, was ich da alles geschafft habe in Berlin. Man muss sich das vorstellen. Ich habe mit 5 Autos angefangen und war in kürzester Zeit der Marktführer in Berlin. Also es gab keiner in Berlin, der mir bekannt war, der mehr Geld verdient hatte da als ich mit Autos. Es gab der Top-Autopark, aber da gab es so viele Betrugsfälle, so viele Schwierigkeiten, ging auch ins Gefängnis und so weiter und so fort. Nur vom Hören, keine Informationen, die ich selbst geprüft habe. Wichtig für meinen Erfolg im Autohandel war, keine Kilometer drehen. Also 99% der Händler machen das. Keine Unfallschäden verschweigen. 99% der Autohändler machen das. Konzentriere dich extrem auf den Einkauf. Verkaufe schnell. Das heißt, die Autos dürfen nicht lange da bleiben, weil wenn du Inventar hast, wenn du Inventar hast und das da stehen bleibt, dann macht das dein Geschäft langsam und träge. Und ich hasse langsam und träge. Ich hasse es, wenn Geld einfach nur rumsteht. Ja, ich will mit dem Geld ständig arbeiten. Ich will mit dem Geld neue Autos kaufen. Ich habe sogar damals einen Dispo-Kredit von 300.000 Euro beantragt und auch bekommen bei 3 Banken insgesamt. Die Deutsche Bank war die geizigste. Die haben mir 10.000 nur gegeben. Die anderen 2 haben mir 140 und 150 gegeben, also insgesamt 300.000 Dispo. Und diesen Dispo habe ich dafür benutzt, eben um Liquidität, einfach nur schnell Autos anzukaufen. Ich habe 12-13% dafür bezahlt, war mir aber absolut egal, weil ich so viel mehr Prozente mit diesem Geld verdient habe. Und ich habe das nur kurzfristig, für 2-3 Tage im Monat, für eine Woche im Monat, habe ich das ausgereizt gehabt, weil sobald wieder Autos verkauft wurden, und wir haben teilweise auch mal 10 Autos an einem Tag verkauft, am Samstag einfach mal. Und dann kam das Geld natürlich rein und ging wieder zur Bank. Also, ganz wichtig, wenn ihr irgendwo eine Entscheidung trifft und wisst, das ist die richtige Entscheidung und euer Herz schreit danach, es ist die richtige Entscheidung, dann zieht es durch. Ich werde euch später von noch eine weitere Situation erzählen, wo das bei mir genauso war und wo es auch gut war, meiner Meinung nach. Also da habe ich mir gesagt, ich werde jetzt Daytrader und von heute auf morgen habe ich mit diesem Selbstvertrauen, was ich da hatte, habe ich gesagt, jetzt zeige ich es denen alle. Ich werde der beste Trader der Welt sein. Ich werde es denen alle zeigen. Ja? Und mit dieser Einstellung habe ich auch losgelegt. Ich habe mir sofort ein Trading Office angemietet, an der Spree in Charlottenburg, ich glaube 200 Quadratmeter, also nicht klein denken. Ja? Ich war alleine drin, so, was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe einen Trader eingestellt. Ja, ich habe einen Trader eingestellt, der auch noch ein anderes Konto tradet. Also ich habe mein Geld getradet und der hat noch ein weiteres Konto getradet. Ich habe im ersten Monat habe ich es ehrlicherweise noch von zu Hause gemacht. Da habe ich 115.000 Euro verloren im ersten Monat. Also das war schon mal die erste Klatsche. Wie habe ich das überhaupt akzeptiert? Ich wusste, das bringt mich jetzt nicht um. Das kann ich wegstecken, aber es war extrem ärgerlich, weil ich keinen Erfolg hatte. Es war ein Schlag ins Gesicht und der tat weh. Ich ging raus und ging laufen die ganze Zeit. Irgendwann waren die 115.000 verarbeitet. Es waren nur 100.000 auf dem Konto drauf, aber ich hatte 115 verloren. Also wenn jemand mal hier überlegt, an die Börse zu gehen, du kannst auch mehr verlieren, als du drauf hast und nicht nur das, was du drauf hast. So, 115.000 innerhalb eines Monats verloren.
Das hat, wie gesagt, das war überhaupt keine Gefahr für mich, weil ich extrem viel Geld angespart hatte. Es waren viele Autos, da immer noch 150 Autos im Unternehmen. Ich habe mir gesagt, okay, das heißt, ich muss was ändern. Was habe ich dann gemacht? Das, was ihr jetzt macht. Ich habe angefangen, mir Wissen von den Besten der Welt anzueignen. Ich habe gelesen, ich habe mir die richtigen Dokus angeguckt, ich habe von den richtigen Menschen live gelernt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich weiß jetzt, warum ich die Schule abgebrochen habe, weil das ist die eigentliche Schule, die ich machen will. Und seitdem habe ich angefangen, mich weiterzubilden, immer und immer weiter. Für mich gibt es nach oben kein Halt. Es gibt, meiner Meinung nach, handeln wir alle bei weitem unter unserem Potenzial. In allen Bereichen. Und das kotzt mich richtig an. Das kotzt mich richtig an, dass wir beim Sport weniger geben, als wir geben können, im Business weniger geben, als wir geben können, meistens leider auch bei der Familie weniger geben, als wir geben können. Und es ist schwer, in allen Bereichen alles zu geben, weil man dann auch etwas erwartet. Und sobald du anfängst, etwas zu geben, um etwas zu erwarten. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe gelernt und habe Gewinne erwartet. Was passiert dann, wenn die Gewinne nicht kommen? Du bist enttäuscht und du fühlst dich als ein Versager. Ich habe mich durch die Börse, durch diese Vorgehensweise, durch diese dumme Vorgehensweise, habe ich mich als der Loser der Nation gefühlt. Ich habe das ganze Geld verzockt. Alles, was ich mit dem Autohandel verdient habe. Ich habe nicht nur das verzockt, sondern auch einen großen Teil meines Dispos. Gott sei Dank habe ich, um mich zu schützen, das eine Dispo schon gecancelt. Also ich habe es gekündigt, das andere Dispo von 150 ist geblieben. Am Ende landete ich 2010, 2011 mit 170.000 Euro Schulden und keine Wohnung. Keiner will dir eine Wohnung geben. Ich erinnere mich wie gestern, das hat extrem viel wehgetan. Ich habe mich bei einem Makler vorgestellt und wollte eine Wohnung haben. Da ging es aber auch schon bergauf mit dem Trading und Geld war da, ja, aber dieser Schufa-Eintrag von 170.000, 150 für die Bank und 20.000 Mietschulden noch. Damit habe ich mich beworben für eine Wohnung und war, glaube ich, 800 Euro die Wohnung. Und der Makler hat mich angeguckt, mich richtig dreckig ausgelacht und hat mir gesagt, Herr Petkoff, ich habe schon mal freche Leute in meinem Leben gesehen, aber so ein Frecher wie Sie habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, sich für so eine Wohnung mit 170.000 Euro Schulden zu bewerben. Ist mir egal, was Sie verdienen, die Wohnung kriegen Sie niemals. Und ich so, pom, okay, gehe eine Stufe runter. Und das hat mich richtig hungrig gemacht, das hat mich richtig wild gemacht innerlich. Also manchmal muss man so eine Klatsche im Leben bekommen. Warum sind die Kinder, die als sie klein waren, misshandelt wurden, vielleicht geschlagen wurden, wurde ich auch. Jeder hat eine schwere Kindheit gehabt oder fast jeder. Warum sind die irgendwie im Leben erfolgreicher als die Kinder, die wirklich alles hatten, die verwöhnt wurden, wo Geld hinterhergeschoben wurde, weil sie einfach hungriger sind? Und ich sage jetzt nicht, verprügelt eure Kinder, bitte nicht. Aber es ist keine Taktik. Aber Disziplin den Kindern beizubringen und denen einfach nicht alles zu geben, denen zu sagen, geh mal arbeiten dafür, das finde ich super. Ja, und ich habe noch keine Kinder, also ich kann wenig darüber sagen, wie ich es machen werde. Aber natürlich habe ich die perfekte Vorstellung, wie ich es machen würde. Ja, bis die Kinder tatsächlich kommen, dann ändert sich diese Vorstellung. So, und dieser Makler, das habe ich immer noch in meinem Kopf. Also es hat mich nicht behindert, das hat mich eher, also diese negative Erfahrung hat mich eher richtig hungrig gemacht. Ja, ich habe gesagt, dir zeige ich es, du Makler. Ja, dir zeige ich es. Ich werde dir zeigen und ich werde noch viel, viel geilere Wohnungen anmieten irgendwann. Also was habe ich dann gemacht? Die nächste Wohnung, für die ich mich beworben habe, die habe ich bekommen, aber die hat 267 Euro gekostet in Duisburg-Kasslerfeld. Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich war super dankbar dafür, unglaublich, weil davor war ich 3 Monate ohne Wohnung. Ich habe auf der Couch von meiner Schwiegermutter geschlafen. Jetzige Schwiegermutter, damals noch nicht. Also war eine schwere Zeit für mich. Und die nächste Wohnung habe ich bekommen, 267 Euro im Monat und ich war super dankbar. Ich habe mir gebrauchten Laminat angeguckt für diese Wohnung. Ich habe alles selber gemacht. Ich habe dann ein Laminat gefunden mit Leisten, der 3 Euro pro Quadratmeter gekostet hat, also billiger noch als der gebrauchte Laminat. War eine Firma in NRW, habe ich den Namen vergessen, keine Werbung jetzt.
Und das habe ich gekauft, habe ich alles selber gemacht. Ich habe noch nie irgendwas Handwerkliches gemacht. Und hier bitte diese Lektion unbedingt aufschreiben. Wenn der Wille da ist, könnt ihr alles schaffen.